Hey, Freunde, und willkommen zurück zu Marcel Davis. Verdammte Scheiße, er ist weg oder sowas. Castle of Doom Story. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Custom Story, die ich anscheinend in einem anderen Leben schon mal gezockt habe. Mir kommt sie auch voll bekannt vor. Euch auch. Aber ich schwör's euch, auf TGN ist sie nicht. Auf meinem Kanal ist sie nicht. Wer hat sie gezockt? Sadie vielleicht. Vielleicht hat Sadie sie gezockt. Vielleicht verwechselt sie mich mit Sadie, hä? Nee, Scheiße. Wir sehen ja eigentlich genauso aus, wie das, als wären wir bei der Geburt getrennt. Wahrscheinlich war es wirklich so. Doch, unsere Eltern erzählen das immer. Er ist ja mein Bruder. Also die erzählen uns immer, dass wir Geschwister sind. Komische. Boah, jetzt hat da jemand gefurzt. Aber das ist vollkommen ausgeschlossen, dass wir Geschwister sind. Sadie, kannst du mal die Musik leiser machen? Danke. Was ist denn jetzt los? Warum furzen wir? Warum furzen wir? Meine Fresse. Ja, erstickst an deiner eigenen Furze oder was? Furzen. Das gibt's ja nicht. Steck da was rein. Keine Ahnung. Ich hab hier eine Wasserflasche. Oder einen Korken. Hast du einen Korken zufällig mit? Boah, war das anstrengend. Mein Arschloch brennt immer noch. Was? Diese Story hat einen Oscar verdient. Die hat einfach den Preis als beste Custom Story ever verdient. Ganz ehrlich. Du willst mit Sicherheit mehrmals von vom ersten oder vom dritten springen, oder? Hab da was Kleines für dich. Ach ja, und übrigens, es gibt in diesem Schwimmbad 6 gewalttätige Ereignisse zu sehen. Okay, Tipp, für keins musst du ins Wasser gehen. Spring. Du willst mit Sicherheit mehrmals vom ersten oder dritten springen, oder? Hab da was Kleines für dich. Hä? Okay, hier... Anna! Oh, Mirko! Der löscht mal die gesamte Menschheit aus. Scheiße, ey. Nummer 2. Okay, ich will aber nicht ins Wasser. Die machen jetzt bestimmt auch etwas Lustiges. Komm rein. Wow. Okay. Alles klärchen. Gut, gibt's hier noch irgendein Ereignis? Sollten das 6 sein? Ja, ne, 6. Dann gehe ich mal hier weiter. Drumherum, Fidibum. Da. Der macht bestimmt was. Ups. Was ist passiert? Ja, Mirko kann... Ist das Wassermonster? Keine Ahnung. Mirko ist unsichtbar. Wo bist du, Mirko? Was machst du? Blablabla. Passiert hier sonst noch was? Anscheinend nicht. Kann ich hier drauf springen auf die Bretter? Passiert dann was? Hier vielleicht? Nein? Ups. Doch, da ist ein pupsender Mann. Und Arschbombe. Nice. Ja. Ja, sehr gut. Wow. Was? So, und jetzt springen wir vom Dreier oder so. Keine Ahnung, was das ist. Arschbombe! Au! Ich hab mir die... Na, ich hab euch verarscht. Ich kann unter Wasser reden. Aber ich hab mir die Füße gebrochen. So. Au! Oh. Und ich wurde angeschrieben. Wisst ihr von wem? Von meinem Bruder. Jetzt nicht von Sadie. Was? Tja, mein Bruder wird jetzt ziemliche Schmerzen haben. Gleich. Keine Sorge, ich werde es filmen. Ich nehme auf, Michael. Oh, jetzt habt ihr seinen Namen gehört. Oh. Der ist da drüben. Marcel Davis. 1 und 1. Okay. Ach, Moment mal. Hier waren wir doch. Wir haben einen Schlüssel. Bonusraumschlüssel. Aber den hatten wir doch schon, oder? Hier habe ich das Öldings da vergessen. Perfekt. Und. Oh. Moment. Nein. Da war ich drin, oder? Hab ich verarscht? Nein. Okay. Eine Laterne auf sämtlichen Drogen auf dieser Welt. Was geht? Was willst du mir sagen? Hey, du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Da war aber so ein Monster und das hat mich gejagt. Da bin ich so hier und dort. Oh Gott. Ja, das geht nicht. Aber stellt euch so vor, sie erzählt mir gerade was. Ja, ja. Lasst eure Fantasie spielen. Die Lampe, sie redet mit uns. Kommt schon. Hört ihr sie? Es ist wichtig, dass ihr sie hört. Gut. Okay, da ist nichts. Hey, lass mich durch. Crazy Chica-Lampe. Das kann man bestimmt irgendwie verbuggen. Pass auf, das kriegen wir hin. Doch nicht. Na, scheiße. Na, super, es brennt. Hey, bleib mal still. Bleib mal, hey. Psst. Hey.
Bleib stehen! Bleib stehen! Na gut, dann viel Spaß. So, die tanzen hier auch ab. Der hat da was. Was hast denn du da? Ein Trollface wieder. Was hättest du bedeuten? Da ist ein Monster. Monster? Ups. Oh nein, 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 nein. Rechts von dir in der Truhe sind ein paar Äpfel. Nimm sie und bewerfst die Idioten. Sie haben es verdient. Ja, sie haben es verdient. Ihr wollt ja frische, vergammelte, alte, neue Äpfel? Japaner! Das ist Alfred. Er ist 20 Jahre alt, hat Hunger auf einen Apfel und mag keine Japaner. Aha. Alfred also. Dann ist Mirko nur sein Künstlername. Japaner! Wie kreativ! So. Was bist du? Das ist Rüdiger. Er ist 90 Jahre alt, mag Äpfel und ist Zahnarzt. Ja, weil bei ihm schon sämtliche Hoffnung verloren sind, ey. Boah, wo sind die... Boah, wo sind die Szene, ey? Alle weg. So, und was macht der? Was geht ab? Ja, das ist Shorty. Er ist Fragezeichen, Fragezeichen Jahre alt, hat keine Haare mehr und zieht gerne lange Gesichter. Lange Gesichter, verstehst du? Wegen Kinn. Oh Gott, ist das witzig. Ist er rüber? Nein. Doch, bestimmt. Nein, okay, dann nicht. Daneben nicht. Oh, scheiße, ich drehe durch. Ist nicht gut. Und tschüss. Was macht ihr? Ihr fliegt wahrscheinlich von links nach rechts. Aber warum denn Forever Alone? Hier, das ist doch dein Megusta. Hä? So, die lassen wir auch mal liegen. Was passiert hier? Hier fliegt jetzt auch etwas um die Ohren. Gar nichts. Okay. Gar nichts. Noch mehr gar nichts. Und viele... Was zum... Das ist cool. Das ist verbuggt. Nein, lass mich durch. Nee, das ist nicht witzig. Lass mich... Oh, oh. Oh, da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Dann muss ich die Tür weiter aufmachen. Oder weiter zu. Bleib, Tür. Oh. Ja. Nein. Ah, Mist. Was soll ich machen? Nein. Hab ich's vermasselt. Kann ich sie wegpacken irgendwie? Wegbacken. Das ist immer meine erste Möglichkeit, die ich in Betracht ziehe. Sag mal so, ist mir auch egal. Mann! Scheiße! Och nö! Hey! Mach's Tür auf hier! Oh, da gibt Stress ganz großen. Scheiße! Na komm. Da muss ich jetzt dagegen hauen. Das gibt's nicht, dass mir eine Tür zum Verhängnis wird. Das gibt's ja nicht. Komm, hey, öffne dich. Scheiß Ding. Na, da komm ich. Ja, das war schon viel. Das war schon. Na. Weg. Ja. Und jetzt? Was? War es das? Du darfst nicht aufgeben. Klar, aber... Okay, jetzt bin ich verwirrt von der Custom Story. Jetzt hat sie so einen Standpunkt erreicht, wo ich denke, what the fuck? Das habe ich ja davor nicht gedacht, nein. Scheiße. Vielleicht sollte ich gar nicht durch die Tür. Die Monster sind weg auf jeden Fall. Na gut. Vielleicht sollte ich durchs Fenster oder so. Vielleicht sollte ich bei denen was machen. Nichts machen? Gut, dann nichts machen. Tja, witzig. Licht? Ne, dahinter ist nichts. Oder mach ich jetzt einfach einen Schnitt? Habe ich sie durchgezockt oder geht's noch weiter? Ihr kennt sie ja bestimmt. Ich hab sie ja schon gezockt. Was habe ich im früheren Leben gemacht, ha?
Erzähl's mir. Ich mache jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Marcel Davis Custom Story Dingenskirchen. Wenn nicht, dann, ja, sie war geil. Bis dann.